Das ist mein Fischerhaus. Hier wird auch Fisch gebraten. Oh, der Fisch ist falsch rum. Der schwimmt mit Bauch nach oben. Was hat das zu bedeuten? Und so ein paar Holzbalken habe ich da reingemacht, damit man nicht das Gefühl hat, die Hütte fällt da gleich runter und bricht ab oder so. Atlas mit dem braunen Haar und den grünen Augen und seiner Metallkrone. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Minecraft Utopia. Und da versteckt sich jemand hinter mir. Hallo. Den hab ich durch Zufall hier auf dem Server getroffen. Das ist der gute Atlas. Hallo. Hi, Atlas. Und ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe Atlas zu meinem neuen Standort geführt. Ich muss mal eben umschalten. Das machen wir mal an und das schalten wir um auf die Innenansicht. Und dann ziehe ich mal Equipment an. Oh. Damit es hier ein bisschen safe ist. Hallo. Oh, hallo. Atlas mit dem braunen Haar und den grünen Augen und seiner Metallkrone. Ja, komm mal mit, Atlas. Ich muss dir was zeigen. Okay. Auf zu neuen Ufern. Auf zu neuen Ufern. Also hier habe ich schon mal so ein bisschen Weg angelegt. Der Lavastrom da hinten ist ziemlich cool. Oh, schau mal, Lava und Wasser. Ja, also ich empfehle zum Baden nur mit Feuerschutz. Ansonsten ist das zu heiß. Ja, ich hab's schon getestet, also mir war es zu heiß ohne. Mir war es zu heiß ohne Feuerschutz. Und hier geht's hoch. Aber warte mal, vorher, bevor wir da hochgehen, zeige ich dir noch was. Das zeige ich auch den Zuschauern, weil die kennen das, glaube ich, auch noch nicht. Guck mal hier, geil. So an der Seite gibt's so einen Geheimgang. Oh, das ist ja geil. Geht sogar echt wohin. Und das ist eine natürliche Höhle. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen gemacht habe, ist diesen Weg so ein bisschen hier befestigt an der Seite. Gefällt mir. Das hat so was von Piraten, Pirate Cove oder so. Mhm. Müssen wir noch ein paar Boote eigentlich so drin treiben lassen. Zum Beispiel, ja. Boote kann man leider nicht anbinden, ne? Das geht nicht. Doch, ich glaube schon, oder? Boote anbinden? Müsste doch eigentlich mit jeder Entity gehen. Okay, das habe ich noch nicht getestet. Das können wir gleich mal testen. So, und hier kommt man, jetzt wird es auch langsam dunkel, dann sieht das richtig geil aus, auf so eine Balustrade am Meer, an so einen Hang. Und man sieht mein kleines Fischerhäuschen. Und eigentlich kennst du das schon, ne? Das Fischerhaus. Das ist dir wohl mal gezeigt worden. Ich weiß nicht, hast du den Ort hier selbst gemacht? Weil das kommt mir eigentlich schon ein bisschen unbekannt vor, muss ich zugeben. Also, wie soll ich denn einen Ort machen? Also, hast du halt deine Häuser hier hingestellt selber? Oder war das vorher schon? Ja, die Häuser habe ich selbst gebaut. Ah, okay. Also, mein Fischerhaus. Also selbst entworfen. Dann kannte ich es doch noch nicht. Ja, ich bin hier mal irgendwann hingeritten, weil ich gesagt habe, ich reite heute mal komplett Richtung Rot. Mein Pferd ist nicht angebunden. Das passiert manchmal. Da muss ich mich mal eben drum kümmern. Ui, naja, das hat es wahrscheinlich zerrissen. Ja. Ja, manchmal sind Pferde strange und reiten irgendwo hin und dann geht's nicht. Also das ist mein Fischerhaus. Hier wird auch Fisch gebraten. Oh, der Fisch ist falsch rum. Der schwimmt mit Bauch nach oben. Was hat das zu bedeuten? Lass meinen Fisch in Ruhe. Der ist tot. Oh. Der hängt im Feuer. Ich dachte, der wäre guter Rückenschwimmer. So, und das hier ist so ein bisschen so zum Chillen, dieses Haus, ne? Also hier kann man... was richtig cool ist, man kann bis nach oben aufs Dach. Okay. Cool. So für Verteidigungsfälle. Ah, okay. Vom Meer. Ja. Nice. Keine Ahnung, wer auch immer angreift. Mhm. Und es gibt einen Balkon. Braucht man auch so eine schöne Piratenkanone eigentlich. Ja. So großen Stellen eine Kugel. Ja. Ah ja, das fand ich dann aber zu übertrieben für hier. Also für ein Fischerhaus ist das ein bisschen... Das wäre eher dann was für ein Fort oder so. Oder eine schöne Apule. So, und da oben, da sieht man so ein bisschen auf dem Berg sind ein paar Fackeln. Und dann gehen wir mal diesen abgehobenen Weg hier lang. Nicht vom Skelett irritieren lassen. Ich irritiere mal kurz das Skelett. Oh, okay, du hast... Ja, deine Pfeile sind ein bisschen heftiger als meine. Ich hatte sowas auch mal, aber da ich so oft gestorben bin und irgendwelchen Stissel irgendwo in die Lava gekippt habe und so. Kommt vor. Ja, ja. So, bis hier ist es noch ganz angenehm hochzulatschen. Ab hier wird dann der Aufstieg ein wenig mühsam. Oh. Also hier muss man richtig bergwandern. Und dann kommt man, ich habe die Tür offen gelassen, das ist natürlich schlau von mir. Da kommt man zu meiner Berghütte. Wanderer und Gäste sind willkommen. Also, ich wusste halt nicht, was ich hier oben hinbauen soll. Und die erste Idee war natürlich eine Hütte. Und was ist denn mit dir los? Du hast dir irgendeinen Trank reingepfiffen. Nee, ich habe einen goldenen Apfel gegessen.
Ah, okay. Das Skelett hat mir Angst gemacht. Ah, okay. Und wenn man hier reinkommt, also jeder, der hier oben hinwandert, kann hier die Hütte nutzen, um zu pennen oder sich aufzuwärmen. Ich werde diese Kiste hier auch noch, also da ist noch Baukram drin, die Kiste werde ich wahrscheinlich, da werde ich eine Kiste hinmachen und, also nicht eine Doppelkiste, sondern eine Einzelkiste und dann werde ich da ein bisschen Essen reintun, dass man hier oben auch überleben kann. Ich tanze auf dem Tisch. Ich mag, wie du überall diese Item-Frames benutzt. Auch in deinem Haus ist mir letztens aufgefallen. Gefällt mir, sieht geil aus. Ja, ich finde das cool, wenn man so ein bisschen dekoriert damit und dann selber entscheiden kann, was drin ist und dass das alles so ein bisschen Bezug hat, so. Weil was gibt's Schöneres, als auf einer Berghütte, die zugeschneit ist, auf einen Apfel zu starren? Das ist so ein bisschen Sehnsucht dann an den Sommer. Ich klau mir den einfach raus. Nein. Jetzt wird er verspeist. Mach ihn wieder rein. Ich hab noch einen hier. Hab ich kurz vergoldet. Ja, nee, das ist zu abgehoben. Sorry. Da muss ich einen normalen. Außerdem muss der aufrecht stehen. So. Hier kannst du deinen vergoldenen Apfel kannst du wieder haben da. Huch, normaler Apfel? Ja, okay. Jedenfalls, hier oben kann man dann pennen. Okay. Drei. Das, in nichts. Den Truhen ist noch nichts drin. Alles fake. Und hier kann man auch wieder hochklettern und hat hier so einen weiteren schönen Aussichtspunkt. Und wieder keine Kanone. Achso, und die Zuschauer kennen das auch noch nicht. Die wissen auch noch nicht, wie das fertig jetzt aussieht hier. Also das, Leute, ist es geworden. Jemand hatte mir in den Kommentaren geschrieben, mach doch anstatt der Treppe lieber eine Leiter. Also hier diese Treppe hier hinten in der Ecke. Ich finde die Treppe aber so, wie sie ist, ganz nett. Vor allen Dingen ist es halt ganz nice mit dem Bücherregal da so drin eingearbeitet. Und hier kann man so ein bisschen chillen und ein paar Bücher lesen im Winter. Es ist auch irgendwie nicht so eine typische, entweder gerade oder direkt komplett gewendelt, sondern so mit diesem Slab hier in der Mitte auch noch, kommt sehr gut. Ja, dass es so ein bisschen gemütlich ist irgendwie. Ja. Und auch, weil das Dach so spitz zuläuft, dass hier eben alles enger ist. Genau. Passt sehr gut. Ist alles ein bisschen gemütlicher. Ja. Und ich bin halt am Überlegen, ob ich dann Weihnachten hier oben ganz, ganz, ganz gemütlich und für mich verbringe und dann vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsdeko oder so. Ich kann ja den Baum, der hier vorne steht, den kann ich dann ein bisschen schmücken. Mit ein bisschen und Blumen habe ich draußen hingemacht. Die sehen jetzt mit dem Shader ein bisschen, also zumindest der Rosenstrauch ist immer mit dem Shader irgendwie so komisch abgeschnitten. Ich weiß nicht, was bei dem Shader kaputt ist. Und hier habe ich noch so einen Schutzzaun hingemacht, damit man nicht runterfällt. Versehentlich. Wanderer und Gäste tun Danken tun. Danke, Atlas. Bist du noch da, Atlas? Ich glaube, genau. Time out. Da hat sein Internet nicht mehr mitgemacht. Nice, Leute. Aber so ein Glück. Also, das war jetzt Zufall. Das war von Atlas und mir nicht geplant, großartig. Sondern wir haben uns zufällig auf Utopia getroffen. Und ich meinte, oh, Atlas, würdest du in der Aufnahme dabei sein? Und jetzt war einmal kurz drin. Ich mag nämlich die Stimme vom guten Atlas. Mal gucken, ob er es schafft, innerhalb der Zeit wieder reinzujoinen und wir, ich bin am überlegen, können wir, ach, ich muss euch noch was zeigen, klar. Und zwar müssen wir dafür runter, denn ich habe auch ein paar Veränderungen gemacht, die jetzt auch wieder das Haus betreffen, damit es einfach schöner aussieht. Warte mal, können wir hier lang? Weil hinter dem Haus muss es natürlich auch vernünftig aussehen. Jetzt ist es natürlich dunkel und flupp, das Wasser. Man sieht es jetzt so ein bisschen. Also zum einen, das da hinten am Haus dran, das ist der Kaminschacht. Ich habe übrigens, falls euch das aufgefallen sein sollte, den Kamin nochmal einen nach hinten gesetzt, damit ich mehr Platz habe im Haus. Das fand ich netter. Als will dieser Zombie hier gleich bestimmt Stress anfangen, so wie ich das kenne. Da müssen wir uns mal kurz... Nee, er läuft in die andere Richtung. Vielleicht hätte ich kurz ins Bett gehen sollen, damit Tag ist. Dann sieht man auch besser was. Jetzt kommen hier die Zombies an und wollen irgendwie mir Geschichten erzählen. Dann müssen wir denen ein paar Geschichten erzählen. Okay, nice. Bisschen Kram. Also, man sieht den Kamin da grau oben und dann geht es hier so runter. Und das ist... Wo kommen die her? Ist hier ein Spawner oder was? Also doch nicht überirdisch. Weil so viele hier kommen.
Gucken wir mal hier rüber. Oh ja, noch ein Creeper dazu und noch so ein Mini. Ja, komm, erzähl mir Geschichten. Okay, nice. So, ja. Also, es sah halt irgendwie ein bisschen strange aus, wenn das da oben mit der Hütte einfach so aufgehört hat. Deswegen habe ich hier so ein bisschen auch hier dieses Braune, die Erde da so in dem Berg drinne. Das habe alles ich da reingeklatscht, damit das nach oben hin so ein bisschen gerade ist. Und so ein paar Holzbalken habe ich da reingemacht, damit man nicht das Gefühl hat, die Hütte fällt da gleich runter und bricht ab oder so. Und so sieht das Ganze dann von unten aus. Und warte mal, wir können mal, vielleicht kriegen wir noch einen besseren Blick. Das Zeug mal eben weg. Hier ist eine Muku, hallo Muku. Können wir mal hier hin und dann dahin. Schade, dass Atlas, vielleicht ist ihm auch der Rechner abgestürzt oder ich weiß es nicht. Ich vermute seine Internetverbindung abgekackt. Kann mal passieren. Wenn er jetzt nicht wieder reinkommen sollte, dann schon mal vielen Dank an dich, Atlas, dass du in der Aufnahme mit dabei warst. Und jetzt wird es langsam Tag. Ach, wie schön. Ob die Sonne so vielleicht so hinter meinem Haus irgendwie aufgehen kann? Ich meine, ich kann sie schlecht dazu zwingen, aber ich kann versuchen, mich so zu positionieren, dass das funktioniert. Wenn ich hier hochkomme, ich und meine Jumpskills. Ja, nee, User entered your channel. Hallo! Hallo, 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 hallo. Wer kam da rein? Hallo. Ist das Atlas? Du bist kurz getimed out. Ja, ich hab's gemerkt. Jetzt ist er wieder da. Ich hab gedacht, jetzt du wärst es, aber ich war's. Oh, sieht das nice aus jetzt mit der Sonne. Meine Berghütte und dahinter geht die Sonne auf. Oh Gott, du hast hier ein Skelett in deinem... Ist das ein Freund von dir? Wo? In deinem Garten, das Skelett? Nee. Dann töte ich's. Vielleicht ist es Luke, der Alte. Oh, zu spät. Ja, nee, also... Der erscheint ab und zu mal als Geist, als Skelett. Der wird nächste Nacht wiederkommen, ist okay. Der war recht friedlich, aber ich habe ihn trotzdem mal vorsichtshalber umgeklatscht. Ja, ja, man weiß das nie. Also, es kommt immer drauf an, ob er jetzt gerade getrunken hat oder nicht. Der alte Seemann. Weiß er. Der ist in dieser Pirate Cove damals erhängt worden von den Piraten. Oh. Und das hat seine Seele nicht verkraftet. Und deswegen erscheint er ab und zu nachts. Wo bist denn du? Ich laufe gerade durch den Wald. Ich bin ganz in der Nähe. Bist du auf dem Weg ins normale Dorf, oder? Nee. Nee, ich bin noch hier. Ich sehe deinen Namen, der Falle. Kurz mal eine Ofenkartoffel mampfen. Also, wenn du was zu essen brauchst, in meinem Haupthaus ist ganz viel. Hallo. Hi. Man kann hier an der Seite, also ich habe extra das offen gelassen. Ich wollte nur den Zuschauern einmal zeigen, wie das Haus von hinten aussieht. Da, wo das Wasser ist, da habe ich nämlich das auch nochmal schön gemacht. Und der Kamin, hier sieht man, dass der Kamin ist so ein bisschen nach hinten gerutscht von mir. Der Kamin ist echt geil. Der saß erst ein Stück weiter vor. Und das fand ich aber schicker, wenn er so ein bisschen mehr in die Wand reingeht, damit man hier einfach mehr Platz hat. So. Ein bisschen erinnert mich die Form an so eine Dunstabzugshaube in der Küche. Von Whirlpool. Achso, es gibt übrigens andere gute Hersteller, Bosch, AEG. Und ja, ich will immer keine Schleichwerbung machen. Max und ich, wir haben schon einen Disput Samsung darüber Nokia. Gehabt. Samsung, Nokia, Apple, Philips, Braun. Die gute alte Apple-Abzugshaube. Genau. Mit Siri-Anbindung. Ja, weil Max meinte, nee, man braucht ja, also wenn man kein Geld dafür kriegt, ist es ja keine Schleichwerbung. Und das ist leider eben nicht so. Ich habe dann recherchiert und es gibt ein Urteil vom EUGH, also vom Europäischen Gerichtshof. Demnach spielt es keine Rolle, ob du Geld dafür bekommen hast, wenn du eine Marke nennst. Nach dem Rundfunkstaatsvertrag ist ja Schleichwerbung nicht erlaubt. Das ist aber wirklich erstaunlich. Und was denn? Dass es egal ist. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ja, weil es kann ja keiner wissen. Weil es meine Freiheit einschränkt. Du kannst... Ja, doch. Bei YouTube müsstest du das angeben, wenn du Geld dafür bekommen hast. Deshalb wissen alle, dass du es aus deiner eigenen Überzeugung gemacht hast. Ja, das kommt drauf an. Also es gibt Ausnahmen. Und die Ausnahme ist nämlich dann, das steht auch im Rundfunkstaatsvertrag drin, wenn es dem redaktionellen Inhalt dient. Also wenn das Produkt eben redaktioneller Inhalt ist, dann ist es erlaubt. Aber auch da muss man echt vorsichtig sein, weil wenn du jetzt irgendwie
wenn du jetzt anfängst, irgendwie das zum Beispiel zu preisen und zu sagen, kauf das, ja, dann wiederum... Kauf ist die Google-Abzugshaube, kauf genau. sie. Genau, okay, das geht Google. Zum Beispiel nicht. Und vor allen Dingen, das habe ich dann auch weiter recherchiert, ganz, ganz böse ist es, wenn es Kindersendungen sind oder also genau das, was wir machen. Von Kindern geschaut wird, dann wird es echt kritisch. Ja, weil aber ist ja zu Recht, muss man ja sagen. Produktplatzierung eine Kaufempfehlung zu geben gegenüber Kindern, die können das nämlich nicht differenzieren, ist absolut verboten. Ich muss sagen, ich finde diese Regelung an sich gut, aber wenn man kein Geld dafür bekommt, finde ich es schwierig, weil ich finde, man sollte ja, Überzeugung feiern. Ja, aber als Zuschauer dürfen. Kannst du das ja nicht wissen, ob der Geld dafür bekommen hat oder nicht. Deswegen finde ich das schon okay. Also ja, das erklärt auch, warum in Radiosendungen und so Harald Schmidt Show und so, wenn dann ja, das früher versehentlich gesagt hat, ich habe mir XY gekauft, dann wurde immer gesagt, ja, aber das gibt es das auch von Z und von A und von B. Okay. Um das Ganze ein man bisschen abzuschwächen. Das ist immer so spaßig auf YouTube, aber dann ist es scheinbar wirklich nötig eigentlich. Ja, also ist natürlich klar, so wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Das kommt natürlich klar, auch noch hinzu. Theoretisch, irgendwann mal kommt ein Ami und verklagt alle YouTuber. Du riskierst eine Geldstrafe. Also es gibt eine Behörde dafür, die das Ganze kontrolliert und überwacht. Und die sind natürlich, also die können sich jetzt auch nicht alles ansehen. Aber wenn dich jemand zum Beispiel doof findet, kann er dich da anzeigen. Und dann riskierst du eine Geldstrafe. Und dann kommt noch was hinzu, und zwar Wettbewerbsverzerrung. Also, das heißt, wenn ich jetzt Samsung Dunstabzugshauben propagiere, dann kann Google mich verklagen, weil ich ihre nicht. Genau. Und ich glaube, das ist dann nochmal eine Nummer heftiger. Das wäre geil. Google bringt jetzt so eine Dunstabzugshaube raus und dann verklagen sie mich, weil es einfach nichts wird. So. Die suchen sich dann extra irgendeinen Deppen auf YouTube. Die Google, Samsung, Apple Dunstabzugshaube. Genau. Okay, Leute, wir sind am Ende. Wir haben ein bisschen überzogen. Ist aber nicht schlimm. Interessante Themen mit Atlas hier. Hallo. Atlas, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und achso, warte mal, wir wollten noch kurz was testen. Das machen wir jetzt eben noch. Dann überziehen wir. Ist egal. Hier unten müssten Boote drin sein. Ich nehme mal eins und setze das hier aus. Und jetzt nehmen wir mal eine Leine. Brauchst du eine Leine? Nee, dann gehe ich rein. Wenn ich mit der Leine drauf klicke. Werfe mal eine raus. Oh. Nee, aber geht andererseits nicht. Muss man die ja nicht festleinen, weil solange die keine anstößt, bleiben die ja, wo sie sind. Ja, aber wenn sie jemand anstößt, dann... Dann muss er sie auch wieder einfangen. Das funktioniert gerade nicht. Sonst passiert einem das immer. Jetzt. Und tschüss. Schwimmt das jetzt ewig weiter oder wird? Nee, das wird doch langsamer. Das wird langsamer, glaube ich. So, ich leg meins auch mal hier hin. Ganz schön also meistens ist das ja, wenn du aussteigst. Das mag ich nicht. Du steigst aus und dein Boot fetzt weg. Ja, stimmt. Okay, Leute. Im echten Leben, wo du steigst aus dem Ruderboot aus und bumm, ist es weg. Aber echt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.